Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Eriko Mohl. Ich arbeite als Test and Training Consultant bei der Schuhfried GmbH, vor allem im Bereich Human Resources. Und heute möchte ich mit Ihnen über die Rechtschreibung im 21. Jahrhundert sprechen, ob sie relevant ist, wie man sie testen kann und warum man sie testen sollte. Und zwar ist es ein Webinar zu unserem neuen Wiener Rechtschreibtest, dem WRST. So, womit werden wir uns heute vornehmlich beschäftigen? Am Anfang möchte ich so ein bisschen auf die Relevanz von Rechtschreibung eingehen, auch im 21. Jahrhundert. Dann möchten wir ein bisschen spezifischer gucken, okay, wie sieht das in der Personalauswahl, in der Personalentwicklung aus? Brauche ich da einen Rechtschreibtest? Dann gibt es einen kurzen Exkurs, wie Rechtschreibung in der Wissenschaft angesehen ist, wo sich das Ganze einordnen lässt. Und dann gibt es natürlich viel Informationen zu unserem neuen Wiener Rechtschreibtest, dem WRST. Gut, warum ist die korrekte Rechtschreibung überhaupt noch relevant? Dann möchte ich Sie auf ein kleines Gedankenexperiment einladen. Und zwar stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen von einem Kollegen oder von einem Kunden oder von einer anderen Person folgende E-Mail. Lieber Herr Meier, vielen Dank für Ihre Mail. Ich denke, das Angebot geht so in Ordnung. Ja. Wenn Sie das sehen, den Text, den Sie hier vor sich haben und die Rechtschreibfehler in diesem Text sehen, wie würden Sie diese Person einschätzen? Ja. Ich denke, nicht sehr professionell. Und ein anderes Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein Kollege schreibt Ihnen unten die erste Nachricht, also Herr Müller versprach seinem Kollegen, einen Brief zu schreiben, aber eigentlich meint der Kollege die zweite Nachricht, also Herr Müller versprach seinem Kollegen einen Brief zu schreiben. Und hier ist, wie Sie sehen, nur der Beistrich, das Kommata unterschiedlich gesetzt, aber das führt zu ganz unterschiedlichen Schlüssen und Bedeutungen des Satzes. Ja. Quintessenz hiervon ist, ja, korrekte Rechtschreibung ist relevant und sie ist elementar zur Demonstration von einem gewissen Level von Professionalität, wie man an dem ersten Beispiel sieht, und aber auch zur korrekten Kommunikation von Inhalten. Gute Rechtschreibung ist relevant, aber warum sollte mich das im HR-Bereich interessieren? Hier gibt es zwei Bereiche, für den der WRST und die Rechtschreibfähigkeit relevant sein kann. Ja, das ist beispielsweise die Personalauswahl. Wenn ich Mitarbeiter habe, wo Schriftsprache verwendet wird, wie in den meisten Feldern, dann ist auch die Rechtschreibfähigkeit relevant. Und hier kann ich mir die Frage stellen, verfügen meine Bewerber, meine Bewerberinnen über eine für die Position ausreichend ausgeprägte Rechtschreibfähigkeit? Ja, gibt es mehr oder weniger zwei Outcomes? Ja, sie tun's. Dann können Sie auch ein gewisses Level von Professionalität demonstrieren, machen nicht so viele oder keine Rechtschreibfehler in E-Mails und können Inhalte auch korrekt und klar kommunizieren. Ja. Wenn dann diese Bewerberinnen die sonstigen Anforderungen auch erfüllen, dann könnte ich diese beispielsweise in meinem Unternehmen einstellen. Zweites Outcome, nein. Ja, ich teste die Rechtschreibfähigkeit und da kommt raus, na, die ist nicht wirklich gut ausgeprägt. Dann könnte es der Person auch schwerfallen, ein gewisses Maß an Professionalität zu demonstrieren, in der schriftlichen Kommunikation natürlich, und auch Inhalte korrekt zu kommunizieren. Und wenn dies nicht der Fall ist, dann muss ich mir überlegen, okay, kann ich diese Person einstellen? Ist sie für diese Stelle geeignet? Oder kann ich vielleicht auch im Onboarding gezielte Fördermaßnahmen sinnvoll setzen, um die Rechtschreibfähigkeit zu verbessern? Aber in jedem Fall kann die Testung der Rechtschreibfähigkeit zur Reduktion von Fehlentscheidungen, ja, und zur Auswahl von zukünftig erfolgreichen Mitarbeitern führen. Weil stellen Sie sich vor, Sie kriegen eine Bewerbung, Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf, das sieht alles tipptopp aus, die Person kommt auch zu Ihnen ins Unternehmen und Sie führen Gespräche, biografische Interviews oder ähnliches und dann stellen Sie die Person ein, weil sie die Anforderungen erfüllt. Und in den ersten Tagen kriegen Sie dann aber einen Haufen E-Mails, wo viele Rechtschreibfehler drin sind, ja, und wo Inhalte vielleicht auch dadurch nicht korrekt kommuniziert werden. Und würde man die Rechtschreibfähigkeit im Vorhinein testen, dann würde man diese Fehlentscheidung wahrscheinlich verhindern.
Natürlich sind Motivationsschreiben, aber auch der Lebenslauf, da sieht man ja schon mal das Level der schriftlichen Kommunikation. Aber hier kann man nicht davon ausgehen, dass die Person nicht andere Leute da drüber schauen lassen hat oder dass nicht sogar eine andere Person vielleicht für sie geschrieben hat. In der Personalentwicklung ist die Rechtschreibfähigkeit und die Testung derselbigen auch relevant. Hier kann ich mir die Frage stellen, verfügen meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter über eine für ihre Position ausreichend ausgeprägte Rechtschreibfähigkeit? Wieder zwei Szenarien. Erstens, ja, dann passt alles, brauche ich keine Fördermaßnahmen. Zweites Szenario, nein. Dann kann ich mir auch beim WEST bei den Ergebnissen angucken, okay, was sind die Stärken, aber was sind vor allem die Entwicklungsbereiche in der Rechtschreibfähigkeit? Also beispielsweise, welche Fehlertypen kommen häufig vor? Kommen oft Dehnungsfehler vor oder gibt es Probleme mit der SSSZ-Schreibung? Und anhand dieser Entwicklungsbereiche kann ich gezielt Fördermaßnahmen designen oder auswählen und damit dann die Rechtschreibfähigkeit des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin fördern. Und dann, das wäre der Optimalfall, verbessert sich die Rechtschreibfähigkeit, es kommen weniger Rechtschreibfehler vor in E-Mails, es gibt wieder ein gewisses Maß an Professionalität in der schriftlichen Kommunikation und die Inhalte werden auch korrekt kommuniziert. Jetzt kann man sich berechtigterweise die Frage stellen, ist die Rechtschreibfähigkeit im 21. Jahrhundert überhaupt noch notwendig? Ja, wir müssen nicht mehr alles per Hand schreiben. Es gibt Computer und in den gängigen Office-Programmen sind auch Spellchecker vorhanden. Ja, man muss dazu sagen, dass diese aber noch nicht die Rechtschreibfähigkeit der Nutzer ersetzen. Es kann immer noch vorkommen, dass man Wörter zwar falsch schreibt, aber die ein anderes Wort abbilden und das gar nicht vom Rechtschreibprogramm erkannt wird. Ja. Oder zum Beispiel falsche Kommatasetzung wird auch nicht erkannt. Dazu kommt zum Teil auch noch, dass es natürlich viele Programme gibt, die noch nicht diese Spellchecker integriert haben, die in vielen Firmen verwendet werden. Und da ist in allen Berufsfeldern, in denen eben digitale Schriftsprache verwendet wird, nicht nur digitale, auch analoge, also Handschrift verwendet wird, ist die Rechtschreibfähigkeit weiter relevant. Und das reicht vom Sekretariat bis hin zum Management. Also die Beantwortung der obigen Frage, ja, korrekte Rechtschreibung ist immer noch wichtig und ist auch immer noch notwendig. Hier sehen wir das ganz bekannte CAC-Modell aus der Intelligenzforschung. Das ist so das etablierte State-of-the-Art-Modell, wenn man Intelligenz beschreiben möchte. Und die Rechtschreibfähigkeit lässt sich in der Forschung der Intelligenz zuordnen. Und zwar hier auf der linken Seite bei der Subdimension Reading und Writing, da haben wir die Spelling Ability, die Rechtschreibfähigkeit. Und zu diesem CAC-Modell und den unterschiedlichen Subdimensionen gibt es auch sehr, sehr viele Studien, die auch den Zusammenhang zwischen Arbeitsleistung, beruflichem Erfolg und diesen Dimensionen untersucht haben. Und da gibt es eine riesige Meta-Analyse von Schmidt, Owen, Schaffer über 100 Jahre hinweg, wo viele Studien untersucht wurden. Und da ist herausgekommen, dass Tests zur General Intelligence und zu diesen ganzen Subdimensionen vor allem beruflichen Erfolg sehr gut vorhersagen können. Ja, mittlere Korrelation von 0,65. Validitätskoeffizienten. Und eben zu diesen Dimensionen gehört auch die Rechtschreibfähigkeit. Nun kommen wir zum WEST und der WEST ist wirklich ein sehr vielseitiger Test zur Erfassung der Rechtschreibfähigkeit. Wie schon angeteasert, kann der vor allem zur Personalauswahl und zur Personalentwicklung verwendet werden, aber auch zur Berufsintegration. Wir haben hier vier Testformen, ja, die S1 und die S2, das sind Lückendiktate. Die S3 und die S4, das sind kürzere Formen, die dauern 15 Minuten, die Lückendiktate ungefähr 20 Minuten. Und da sieht die Person, der Bewerber, die Bewerberin, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, dann Texte, wo Fehler eingebaut sind, die zu erkennen sind. Die Vorgabemöglichkeit ist natürlich sehr modern. Wie alle unsere Tests werden diese am Computer vorgegeben. Es gibt auch Tests bei uns, die können am Tablet vorgegeben werden. Und hier ist es einerseits möglich, die lokal vorzugeben, ja, am PC, im Einzel- oder Gruppensetting, aber man kann auch den WEST beispielsweise online vorgeben, die Lückendiktate mit Beaufsichtigung, die Screeningform, also S3 und S4, mit und ohne Beaufsichtigung. Was wird hier gemessen?
die Rechtschreibfähigkeit. Und wir haben bei den Normen einmal repräsentative Erwachsenennormen mit Altersbereichen von 14 bis 92 Jahren und bildungs- und altersspezifische Normen. Ja, das heißt, wenn Sie beispielsweise Lehrlinge oder vor allen Dingen Schulabgänger auswählen wollen als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin, dann haben wir hier auch die richtigen Normen für Sie, die schon ab 14 Jahre beginnen. So, es gibt schon einige Rechtschreibtests. Ja, und die Frage ist, wozu brauche ich das überhaupt? Warum brauche ich jetzt so einen digitalen Rechtschreibtest? Und die Frage, die wir uns auch gestellt haben, ist, worauf wird in der Arbeitswelt im 21. Jahrhundert größtenteils geschrieben? Ja. Und was man sieht, ein Großteil der beruflichen, schriftlichen Kommunikation ist einfach digitalisiert. Es wird nicht mehr so viel auf Papier geschrieben wie früher. Ja. Und eben um eine hohe ökologische Validität zu gewährleisten, sollte die Rechtschreibfähigkeit unserer Meinung nach auch digital getestet werden. Ja. Da, wo der Großteil der Kommunikation stattfindet, also am PC, da ist die Rechtschreibfähigkeit auch relevant. Und deswegen sollte man das auch am PC testen. Kommen wir nun zu der ersten Testform oder den ersten beiden Testformen, und zwar das Lückendiktat. Hier wird die Sprachproduktion gemessen, und zwar kriegt man hier Texte präsentiert, wo, wie der Name sagt, Lücken enthalten sind, und gleichzeitig kriegt man über eine Audiokonsole diese Texte vorgelesen und man soll in die Lücken die richtigen Wörter einsetzen. Also hier haben wir die Sprachproduktion, die Personen müssen selber die Wörter eintippen, aber auch Kommata eintippen bzw. nicht eintippen. Ja, das ist so das klassische Design, was wir im Wiener Testsystem haben. Und da sehen Sie unten an der Bedienkonsole, können Sie den Satz abspielen, können auch einen Satz zurückgehen, wenn Sie es nochmal wiederholen möchten, oder man kann auch zum nächsten Satz gehen, wenn man das Wort eingegeben hat. Das ist die Testform, die auch online vorgebbar ist, aber mit Beaufsichtigung, und hier, die ist ein bisschen länger, die dauert ungefähr 20 Minuten, aber immer noch sehr ökonomisch, und es ist natürlich alles standardisiert. Also jede Person kriegt die gleichen Audiodateien vorgespielt, ja, und kriegt die gleichen Texte vorgegeben. Gut, dann zur zweiten Form, und zwar zur Screening-Form. Ja, das ist die S3 und die S4. Und hier wird das Erkennen von Fehlern in Texten erfasst. Das heißt, ich kriege da eine Reihe an Texten präsentiert. Da ist noch nichts durchgestrichen. Und einige Wörter sind falsch geschrieben, einige Kommata sind falsch gesetzt oder nicht gesetzt. Einige Wörter gehören zusammen oder getrennt geschrieben. Und ich kann mich dann hier entscheiden durch Anklicken, was denke ich ist falsch. Ja, da kann prinzipiell jedes Wort markiert werden, aber auch jede Lücke. Wenn ich eine Lücke markiere, erscheint dann Folgendes. Da kann ich mich entscheiden, sollten die Wörter zusammengeschrieben werden, sollte ein Komma, ein Beistrich gesetzt werden oder entfernt werden. Ja, das ist eine kürzere Form, die soll eben, wie der Name sagt, zum Screen dienen und ist ohne Hilfsmittel wie Kopfhörer oder ähnliches möglichst einfach durchführbar. Die Auswertung bisheriger Rechtschreibtests gestaltet sich ziemlich aufwendig. Wir haben das selber pilotiert in Paper-Pencil-Form. Und da muss man einfach sagen, es dauert Ewigkeiten, mit Schablonen die Lückendiktate auszuwerten oder auch bei der Screening-Form die Fehler zu identifizieren. Und hier ist natürlich der Vorteil beim digitalen Testen, das funktioniert alles automatisch, das funktioniert alles ökonomisch und es ist vor allem auch objektiv und nicht so fehleranfällig wie die Auswertung von Paper-Pencil-Tests. Ja, hier sehen wir mal die Auswertung vom WRST. Da haben wir einerseits die quantitative Auswertung, die ist schön übersichtlich, ökonomisch. Kriege ich natürlich auch meine Normwerte, Prozentränge und T-Werte, wo ich mir anschauen kann, wie gut ist meine Testperson, mein Bewerber, meine Bewerberin im Vergleich zu einer Vergleichsstichprobe. Bei der Screening-Form prinzipiell dasselbe und einige Nebenvariablen habe ich auch. Aber wenn ich mir genau angucken will, wo sind eigentlich die Entwicklungsbereiche, wo sollte ich fördern, was sind typische Fehlertypen, dann kann ich mir auch die qualitative Auswertung in Form des Item-Analyse-Protokolls anschauen und ich kann wirklich gucken, okay, wo ist das Problem? Sind es Dehnungsfehler? Sind es SSZ-Fehler? Ja? Und hier aufbauend darauf kann ich dann gezielte Fördermaßnahmen identifizieren.
Der WST, der zeigt gute bis ausgezeichnete psychometrische Qualität. Eben im Vergleich zu Paper-Pencil-Verfahren haben wir hier eine Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität, weil alles standardisiert ist, alles wird am Computer vorgegeben, die Auswertung ist automatisiert und die Normwerte sind eindeutig, die ausgegeben werden. Und das ist eben der große Unterschied zu Paper-Pencil. Die Reliabilität, die sehen wir, Compass Alpha als Kennwert ist auch super, von 0,88 bis 0,95, sehr hohe Reliabilitätswerte. Und natürlich haben wir auch die Validität in Form der Konstruktvalidität überprüft, einerseits mit konfirmatorischen Faktorenanalysen, andererseits aber auch mit Zusammenhängen zu Konstrukten aus dem CRC-Modell, beispielsweise mit einem Matrizentest und einem Test zum Leseverständnis. Und hier haben wir erwartungskonform mittlere Korrelation gefunden. Abschließend, warum sollte man sich für den WRST entscheiden? Warum ist der WRST eine Bereicherung? Erstens, er ist relevant. Wie wir gesehen haben, ist die Rechtschreibfähigkeit im Berufsleben weiterhin wichtig, um Professionalität zu demonstrieren, um Inhalte korrekt zu kommunizieren. Zweitens, er ist vielseitig. Es werden sowohl Sprachproduktion als auch Sprachrezeption gemessen. Drittens, er ist modern. Ja, die Vorgabe ist am PC, lokal, aber eben auch online möglich. Sehr ökonomisch. Die Testdauer ist kurz, von 15 bis maximal 20 Minuten. Die Auswertung ist automatisch. Dann sehr wichtig auch, er ist objektiv. Ja, das heißt, man ist auch weniger anfällig für Klagen, weil eben die Auswertung automatisiert ist, weil sie eindeutig ist und nicht fehleranfällig ist. Und eben in Form der qualitativen Auswertung auch differenziert. Und zu guter Letzt, digitales Testen ist natürlich super umweltfreundlich, der Papierverbrauch ist minimal, ich muss keine Testbögen ausdrucken oder ähnliches.